So, servus Leute und herzlich willkommen zurück bei Part Nummer 3 von The Witcher Blood and Wine. Im letzten Part haben wir hier aufgehört nach der Suche nach unserem Freund Milton, der sich hier irgendwo versteckt und nichts von seinem Schicksal weiß. Aber zuerst müssen wir erstmal die Herzogin finden und herausfinden, was sie so in Erfahrung gebracht hat in den letzten paar Minuten. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Okay. Ja, Bahnhof. Oder? Oder die Speisekammer. Ei und Maus. Vielleicht die Palastspeisekammer? Nein, das ist es nicht. Der Hase muss sich hier in den Gärten verstecken. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt am Anfang. Treib und Haus. Treibhaus. Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Okay. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Und schnell zu Milton. Warte hier. Oh nein. Was zum Lappen? Was war das? Ah, sehr gut. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Wenn das jetzt hier nur auf diesen Teil... Na gut, irgendjemand ist bestimmt, aber... Na,
wenn man auf die ganze Geschichte von Geralt geht, bestimmt viele, also sag ich mal die Wahrheit. Genug. Aber noch mehr Schuldige. Du bist der Nächste. Ja, wohl kaum. Weißt du, ich habe noch zu tun. Mehr Morde? Nur noch einen. Dich nicht mitgezählt. Okay. Ich lasse dich nicht mehr töten. Setzt den Quenchschild immer dann ein, wenn der gerade auf mich zuhüpft. Problem ist, mein Schwert ist momentan etwas beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass der hier noch abhauen wird. Oder er ist nicht der Einzige. Was jetzt, du Stück Dreck? Solltest bleiben, wo du warst. Regenerier! Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. What? Was ist da gerade passiert? Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten.
Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Okay. Es ist also kein Zufall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin, und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht, oder um sich die Kehle zu netzen. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Okay. Aber wir müssen ihn denn noch finden. Ich muss ihn finden. Bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf.
Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Longue Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hexer! Wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Leider ist Milton wirklich tot. Wir hatten nicht mal die Chance, ihn zu retten. Aber natürlich wird es wieder spannend und nicht einfach ein sinnloser Kampf. Ein sinnloser Kampf gegen eine Bestie, sondern natürlich steckt auch wieder sehr viel mehr Geschichte dahinter. Gut. Die Wachen haben wir schon mal abgewimmelt. Ich will natürlich ein bisschen untersuchen. Vielleicht finden wir ja doch irgendwas Interessantes noch hier. Wobei ich glaube, dass das auch hier alles schon war. Gut, dann gehen wir hier mal raus. Den Hexer seine Arbeit tun lassen. Palmarin, kann ich mit dir reden? Ein Ritter, Hexer. Ist eine seltsame Mischung aus Dirne und Gelehrten. Okay, die reiten wieder weg. Und ein Klugscheißer. Von wo sind wir gekommen? Von da hinten, ne? Über die Fässer, von da oben runter. Okay. Soweit hätten wir das schon mal geschafft. Wir sind jetzt zwar schon bei Part 3, haben schon bisher eigentlich nur... ist das hier das Level? Ja, wir haben hier nur, ja, Hauptquest gemacht bisher, deshalb würde ich jetzt mal sagen, dass wir uns mal der ein oder anderen Nebenquest widmen. Und ich glaube, wir fangen mit der hier an, weil ich unbedingt mal unser neues Zuhause begutachten will. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Beziehungsweise wir waren dort ja schon. Nur will ich mir das natürlich noch viel genauer ansehen und da wir jetzt auch rein können. Will ich das natürlich auch. Was habe ich denn hier? Was gibt's denn hier, sagen wir mal so? Mein Herr! Ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein.
Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Yennefer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Gut. Wieder eine neue Quest, ganz zufällig. Erstmal ein bisschen schlafen. Damit wir unsere Tränke wieder regenerieren. Und jetzt gehen wir erstmal hier rein. Was hat es mit diesem Symbol auf sich? Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Sehr schön. Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin, Anna Henrietta, schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Okay. Und was hast du so? Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst. Okay, ein paar Bücher und Schemas. Beziehungsweise Schematas. Hier die ganzen Runenstein-Schematas. Was hat man hier? Na, jetzt nicht wirklich interessant hier. Mal sehen, ob wir vielleicht irgendwas verkaufen können. An den Herr. Hier. Und hier. Und hier. Damit ich wieder ein bisschen leichter durch die Gegend hüpfen kann. Was ist denn das hier alles überhaupt? Ich habe so viel Zeug. Gut. Momentan habe ich noch nichts erledigt. Ich dachte hier, man kann hier Helme bauen. Kaufen. Ritter zu Diensten. Gut, ich bleibe aber noch bei der Quest. Ich will nur mal sehen, ob ich vielleicht hier irgendwo... Alter, krass. Ein Schnellreiseziel haben. Oder ob wir hier rumlaufen. Erstmal durch die Stadt. Ein bisschen uns hier ansehen. Wie das Volk hier lebt. Wirklich sehr schön hier. Das riecht ja köstlich aus der Fasanerie. Was es wohl gibt. Der Recke der Herzogin. Oh. Das Fassbinder-Tor. Gut. Ach, da hinten war jetzt ein Anschlagbrett. Besuchen wir auf jeden Fall ein anderes Mal. Hier sind auch schon wieder einige Fragezeichen hier in dem Gebiet, wo wir schon herum waren. Und ich werde mir einfach mal hier jetzt die Schnellreise gönnen. Da die Zeit sowieso so schnell verfliegt. Und da wir gleich hier dann mit dieser Quest fortfahren können. Ein Hund. Auch hier wurde aufgeräumt. Finde ich auch ganz schön. Und jetzt Haushofmeister. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti.
Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Okay. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich. Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Urgroßvater. Ja. Anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er, Monsieur Boulius. Sehr großzügig. Oh, und eine kleine Rundtour wäre auch sehr schön. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Mhm. Warum laufen hier fremde Menschen auf meinem Grundstück herum? Geht weg! Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Ich find's gemütlich. Bitte folge mir. Bin ich dabei, ja? Baron Rossell hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Oh, pass auf, wo du hinläufst. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwere. Dort unten erstreckt sich das Weingut.
Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Irgendein Perverser hat Reginald die Heilung. Die Tage, sie vergehen. Die Arbeit bleibt bestehen. Jetzt rennt er angeblich damit über die Docks und erschreckt alte Damen. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Sehr schöne Geschichte. Wohin geht's jetzt? Herr Haushofmeister? Monsieur Bullius Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Mit einer Menge Investitionen vermutlich. Aber ich denke, wir bekommen auch noch jede Menge Gold in den nächsten Quests. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Wer nicht täglich Rotwein säuft, ist selber schuld, wenn's scheiße läuft. Ich habe aber einige Angestellte hier. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plötze. Was du da für einen Mist nachplapperst. Gut. Erinnert mich sehr an Assassin's Creed 2. Sagen, sie hatte mich. Der Keller. Voilà. Unter Monsieur Bullius wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und es wird noch sehr, sehr viel schöner aussehen, wenn wir hier ein bisschen Geld investiert haben. Da freue ich mich schon. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Gut, Barnabas. Gehen wir rein. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten.
Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Gut, dann beginnen wir gleich damit. Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhören. Bin mal gespannt auf die Preise. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Ja, das Gelände mal. Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Okay. Einen Rüstungsreparaturtisch. Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompagny hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Jo, macht doch nichts. Bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? Den Schleifstein nehmen wir auch noch. In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Und nochmal 1000. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Brauchst du sonst noch etwas? Ja, gerne. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rompagnys Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Ja. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Das gefällt mir sehr gut. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich glaube... Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich will heute nicht über Renovierungsarbeiten sprechen, sondern etwas anderes fragen. Ich beantworte gerne alle Fragen, Herr. Ja gut. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Okay. Dann haben wir diese Quest mal gestartet. Hier haben wir auch irgendwo eine Kiste. Mal sehen, was ich da überhaupt noch drin habe. Wo ist denn die Kiste? Nicht hier oben. Ach, im Nebenraum. Im Schlafzimmer. Sieht ja wirklich sehr einladend aus. Oh, jede Menge Krümpel. Bärenrüstung. Hier und da noch ein altes Schwert. Armbrustbolzen, jede Menge Trophäen. Okay, also nichts. Von Bedeutung. Hui. Gut. Je schlimmer auf Trab, desto früher im Grab. Die sind schon wieder bei 40 Minuten. Ich habe doch gar nichts gemacht, oder? Gut.
Wir haben hier sehr, sehr viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben hier so viele Aufgaben. Ohne Witz. Wir haben hier noch so viel zu tun. Und schwierig. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch was machen soll. Ich glaube nicht. Wir sind echt schon wieder bei 40 Minuten. Ich will ja nicht schon wieder so einen langen Part machen. Von wegen 30 Minuten. Das halte ich doch nie ein. Ja gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier unser Anwesen besucht. Das finde ich schon mal sehr schön. Dass wir hier ein bisschen auch schon renoviert haben, beziehungsweise einen Auftrag gestellt haben. Das heißt, in den nächsten Tagen wird es hier um einiges besser aussehen. Aber ich glaube, dass es trotzdem noch ziemlich lange dauern wird. Bis hier mal... beziehungsweise ziemlich lange dauern wird und noch ziemlich viel Geld investiert werden muss, bis hier alles wieder auf Vordermann ist. Aber im nächsten Part... werden wir auf jeden Fall eine neue Nebenquest machen. Beziehungsweise endlich mal eine vollenden, hoffentlich. Die ich jetzt einfach schon mal ausgewählt habe. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen vom dritten Part von The Witcher. Blood and Wine. Wein, Wein, wieder Wein. Ich werde noch wahnsinnig. Ja, genau. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn ich das nächste Mal einen Part hochlade von The Witcher. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann und tschüss.